Sie war sich ihrer Entscheidung so sicher, doch plötzlich wird Britt Jolich von einem Gefühl überwältigt, denn sie muss ein Opfer bringen, das ihr mehr wehtut, als sie am Anfang ihrer Reise dachte. Es ist kein einfacher Umzug für Alex und Britt Jolich, nicht nur weil das Ehepaar in Düsseldorf alles hinter sich lässt und auswandert, auch körperlich ist der Umzug für die schwerkranke 53-Jährige eine Herausforderung. Die ganzen letzten Wochen ging es mir nicht sehr gut. Ich habe auch zwischendurch immer wieder gelegen. Das ist definitiv für mich sehr, sehr anstrengend. Und ich habe ja zum Glück den Alex, der wirklich viel stemmt. Die Masken trägt das Paar, wenn die Umzugshilfen in der Nähe sind. Britt Jolich ist Risikopatientin mit einer tragischen Vorgeschichte. Sie hat eine schwere Autoimmunerkrankung, die ihre Organe angreift. Vor 3 Jahren wäre sie fast gestorben. 2 Schlaganfälle, eine zerstörte Milz und eine Herzoperation. Also warum genau jetzt der Umzug nach Mallorca? Wir mussten auf die Insel, um ein Haus zu renovieren. Ja, dann fiel uns da auf in den 3 Wochen. Dass es uns eigentlich sehr, sehr gut da geht, von der Luft her. Und am allerbesten natürlich meiner besseren Hälfte. Die ist ja komplett aufgeblüht. Sie mussten für ihre Entscheidung viel Kritik einstecken, mitten in der 2. Corona-Welle in ein Risikogebiet auszuwandern. Doch eine krasse Aussage geht den beiden viel zu weit, wie sie später noch erzählen. Doch erstmal heißt es packen, packen, packen. Und dabei kommt so manche Jugendsünde ans Licht. Ja, und das ist meine erste goldene Scheibe. Single. 250.000 verkaufte Einheiten. Ich will nur dich. Und die kommt jetzt mit nach Mallorca? Natürlich. Na klar. Ich stehe doch zu der schönen Zeit. Ich finde auch, man sollte immer so eine goldene Schallplatte dabei haben. Oh, guten Tag, ich bin der Herr Jolich. Ich habe eine goldene Schallplatte. Ich verarsche dich immer. Es tut mir leid. 20 Jahre ist es tatsächlich schon her, dass Alex Jolich bei der allerersten Staffel von Big Brother mitgemacht hat. Seit 2012 ist der 57-Jährige mit Ex-Model Britt verheiratet. Ihre Vorliebe für Mode ist bis heute geblieben. Dementsprechend voll ist der alte Ankleideraum. Also alles, was man hier sieht, wird weiter gebraucht, weil das Aussortieren war vorher. Ich habe schon mediterrane Winterschuhe gekauft zum Entsetzen meines Mannes. Ja. Und ich finde die so schön. Ich finde das grausam. Die beiden möchten sich ihren Humor nicht nehmen lassen, auch wenn es im Moment nicht so viel zu lachen gibt. Alex und Britt sind gerade mal vor 2 Jahren in diesen Düsseldorfer Neubau gezogen. Jetzt der teure Umzug nach Mallorca mit stolzen 330 Kisten. Und nicht zu vergessen, ihre Babys, Hündin Uschi und Katze Tiger, müssen vor dem Flug noch aus der Tierpension abgeholt werden. Endlich ist alles verpackt und kann ins neue Heim. Sie muten sich so viel zu, finanziell, gesundheitlich. Im Moment an Britt nicht, dass da noch etwas in ihr schlummert. Etwas, das während unserer Dreharbeiten aus ihr herausbricht. Der Flughafen Düsseldorf, eine Woche später. Nach dem großen Packmarathon geht es jetzt endlich mit Hund und Katz auf nach Mallorca. Der große Traum vom Auswandern ist nur noch knappe 2 Stunden entfernt. Und plötzlich am Flughafen von Mallorca Realität. Nur leider war der ganze Start in ein neues Leben kein Katzensprung und Britt wird von ihren Gefühlen überwältigt. Ich kann das alles noch gar nicht so richtig glauben. Ne? Also die letzten Wochen waren schlimm. Unser Transport ist doppelt so groß geworden. Ich glaube, wir haben jetzt mal sportliche 25.000 Euro für einen Umzug bezahlt. Muss man ja auch mal so gerade mal so sagen. Eine berufliche Perspektive haben Alex und Britt noch nicht. Im Moment finanzieren sie alles von ihrem Ersparten. Diese Zeit ist, ich glaube, die verrückteste Zeit, die wir in unserem ganzen Leben jemals hatten. Jetzt geht es erstmal in ein Hotel, Kraft tanken. Morgen dann der Einzug. Neuer Tag, neue Arbeit, aber zumindest liegt der Traumstrand vor der Tür. Wir sind in unserem neuen Heim. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, aber noch gibt es ziemlich viel zu tun. Die 330 Kisten müssen ja schließlich auch wieder ausgepackt werden. An das neue Zuhause muss sich Britt erstmal gewöhnen. Es ist halt typisch Mallorquin. Ja. Die Zimmer sind alle ein bisschen kleiner. Aber am Ende des Tages sind wir viel draußen. Draußen wird Britt etwas nachdenklich. Sie lebte schon einmal auf Mallorca. In den 90ern wohnt sie 14 Jahre mit ihrem Ex-Mann hier. Dann zerbrach die Ehe. Das ist schon komisch. Ich bin ja quasi jetzt nach 9 Jahren wieder zurück auf die Insel gekommen. Das ist halt schon
Das ist irgendwie schon was Besonderes. Wiederkehr, neue Besetzung, ein paar Narben mehr, viel erlebt in der Zeit. Ja, aber jetzt bin ich wieder da. Es wird später noch klar, warum die 53-Jährige immer wieder von ihren Gefühlen überwältigt wird. Doch erstmal genug mit der Vergangenheit gekämpft. Die Joliks wollen endlich anpacken. 14 Jahre Mallorca sind auf jeden Fall sprachlich von Vorteil. Entonces, primero montamos la lámpara. De acuerdo. Aber Britt hat nicht nur die bezahlten Umzugshelfer gut im Griff. Esstisch kommt hier oben kommt hin auf jeden hin. Fall. Wir brauchen hier Ecke, Ecke, das kommt. Ich weiß es nicht. Nein, nein, so wie es in Bonn stand. Britt scheint eher die Frau fürs Grobe, während der Gatte andere Vorzüge hat. Alex macht alles, was so mit Schönheit zu tun hat, ne? Lampenbilder, Deko, so wie die Tine Wittler. Jetzt ist Alex es ist die Tine Wittler in ihrer Beziehung. Alex ist die Tine. Ich mag Tine. Doch neben den ganzen Scherzen muss Britt auch auf ihre Gesundheit achten. Zeit für eine Pause. Das Paar hat in Deutschland mehr aufgegeben als die Düsseldorfer Wohnung. Denn beide haben aus ihren vorherigen Beziehungen Kinder. Alex aus der Blitzaffäre mit Jenny Elvers. Sohn Paul ist schon 19. Mein Sohn findet es super. Also ich habe ihm das erzählt und er fand es riesig und sagte, ja, dann weiß ich ja, wo ich dann des Öfteren sein werde. Ich glaube, ihr Frau will noch mal getrunken. Ja. Oh. Ich brauche jetzt erstmal hier so ein Taschentuch. Ich muss mal weg. Es ist nicht einfach für Mutter Britt, ihr Kind nicht in der Nähe zu haben. Ihre 14-jährige Tochter Tatjana lebt seit der Trennung bei ihrem Ex-Mann in Bonn. Aber nun liegen zwischen den beiden nicht mehr 70 Kilometer, sondern ein ganzer Ozean. Ja, aber die Tatja, die vermisse ich ja immer. Also das ist Normalzustand. Also von daher ist es auch egal, wo ich sie vermisse. Ne? Die weiß auch, dass es mir gut tut. Das macht sie dann wiederum glücklich. Die ist aber auch so eine Kämpferin. Ne? Die würde sich nie vor mich hinstellen und weinen. Die würde nie sagen, nee, Mama, finde ich nicht gut. Also, wir haben uns jetzt dazu entschieden. Jetzt sind wir hier. Ein paar getrocknete Tränen und wenige Tage später. Die Joliks haben den Umzug endlich überstanden. Und die Meeresluft scheint der schwerkranken Britt wirklich gut zu tun. Denn auch wenn Mallorca für viele, hart gesagt, gerade eine Todeszone ist, scheint die Insel für Britt die Rettung ihres Lebens. Nicht für jeden nachvollziehbar okay, aber was manche im Netz schreiben, verletzt vor allem Britts Tochter Tatjana. Ja, die Tata hat sich war unheimlich betroffen über einige Kommentare, die ich da noch gar nicht gelesen hatte, dass also Menschen mir einfach jetzt Corona wünschen würden, weil das war ja völlig daneben, was wir hier machen würden. Und dann hat sie gesagt, Mama, das kann man doch niemanden wünschen. Also Leute, bitte denkt dran, man kann auch Kinderseelen dann treffen und verletzen. Vielleicht ist es leichtsinnig, in der momentanen Corona-Situation nach Mallorca auszuwandern. Aber am Ende ist es allein die Entscheidung von Alex und Britt Jolich. Und die fühlen sich trotz schwerer und tränenreicher Momente offensichtlich gut damit.